Bevor wir uns aber dem Thema Führung widmen, müssen wir uns eine wichtige Frage stellen. Und zwar der Frage, woraus Unternehmen im Kern denn eigentlich bestehen. Auf den ersten Blick könnte man sagen, Unternehmen wie auch Abteilungen und Teams bestehen aus Menschen. Die Leistung und die Wertschöpfung wäre dann auch bei den einzelnen Individuen zu verorten. Stimmt das? Zumindest verhalten wir uns so. Stichwort Mitarbeitergespräche, persönliche Jahresziele, Boni und so weiter und so fort. Alles immer abgezielt auf die einzelnen Individuen im Unternehmen. Doch würde ein Unternehmen aus Menschen bestehen, wieso geben wir uns überhaupt den Overhead, die Kooperation und Kommunikation mit all unseren Kolleginnen und Kollegen mit sich bringt? Wieso leisten wir dann nicht einfach allein? Jeder für sich wäre doch viel einfacher und günstiger. Naja, es ist offensichtlich, das liegt daran, weil wir es in vielen Teilen eben nicht allein leisten können. Und hier kommt das Unternehmen ins Spiel, was sehr viel angemessener beschrieben werden kann durch Kommunikation und Kooperation zwischen Menschen als die Quellen der Leistung und Wertschöpfung. Also ein Unternehmen besteht nicht aus Menschen, sondern aus dem, was zwischen den Menschen passiert. Und dort entsteht auch Leistung und Wertschöpfung. Es geht darum, Kommunikation und Kooperation zu ermöglichen und die zu fokussieren. Ein Unternehmen besteht viel mehr aus Kommunikation und Kooperation, denn aus Menschen. Zu sagen, ein Unternehmen besteht aus Menschen, ist einfach ungenau. So würde ich sagen. Es ist nicht per se falsch, aber es ist sehr ungenau. Okay, aber wovon hängt nun die Kooperation und Kommunikation, kurz das Verhalten der Menschen ab? Hängt es nicht von den Individuen selber ab, wie sich diese verhalten? Sind wir dann nicht wieder bei, ein Unternehmen besteht aus Menschen? Selbstverständlich hat die individuelle Disposition einen Einfluss auf unser Verhalten. Wer wir sind, bestimmt in Teilen unser Verhalten. Und damit die Kommunikation, die Koordination und auch die Wertschöpfung. Aber nicht nur. Tatsächlich ist es so, dass zum geringsten Teil unsere persönliche Disposition dafür verantwortlich ist, wie wir uns verhalten. Das ist eine ziemlich überraschende Erkenntnis, dass es nicht darauf ankommt, wer wir sind, sondern unser Verhalten von etwas ganz anderem maßgeblich bestimmt wird. Kurt Lewin hat sich damit beschäftigt. Kurt Lewin ist der Begründer der experimentellen Sozialpsychologie und hat das Verhalten in Gruppen erforscht. Er hat auch verschiedene Bereiche geprägt, hat zum Beispiel den Ausdruck der Gruppendynamik. Das ist etwas, was auf Kurt Lewin zurückgeführt werden kann. Und er hat sich damit beschäftigt, wovon Verhalten denn nun abhängt. Dabei hat er festgestellt, dass die Umwelt ein viel größerer Einfluss auf das Verhalten hat als die persönliche Disposition. Das heißt, je nachdem, in welchen Kontext jemand eingebettet ist, wird er sich entsprechend des Kontextes verhalten. Menschen sind dahingehend echte Anpassungskünstler. Wir schauen, was ist hier los und entsprechend verhalten wir uns. Auch Deming hat das postuliert in der Erkenntnis, 94% der Veränderungen in der Leistung von Arbeitenden liegt im System verortet und nur 6% bei den Menschen selber. Das ist wichtig. Also hier, Achtung, Ausrufezeichen. 94% macht die Umgebung aus, der Kontext aus und nur lasche 6% durch die individuelle Disposition, durch wer bin ich. Unternehmen bestehen aus Kommunikation und Kooperation.
Je besser die ist, desto besser ist die Leistung des Unternehmens. Die Qualität von Kommunikation und Kooperation hängt im Wesentlichen vom System ab und nicht von den Menschen. Man könnte auch sagen vom Kontext. So, das war jetzt Levin, McGregor, Deming, Luhmann und alle im Schweinegalopp. Ich hoffe, ihr seid noch bei mir. Wir haben also festgestellt, System, gut. Dann gucken wir uns mal unser System an. Was haben wir denn für ein System? Es läuft vor allen Dingen zurück, so die magische Zahl ist 1911, als Frederick Winslow Taylor sein Werk Scientific Management herausgebracht hat. Und da hängt im Wesentlichen noch unser System, unser Kontext, den wir in Unternehmen leben, diese Management-Theorie, die da dahinter steckt. Damals hatten wir zwar andere Anforderungen, als wir heute in der Wissensökonomie haben, und damals galt es, Effizienz anhand von Standards zu schaffen. Es wurde geplant, es wurden Standards entwickelt und dann ging es nur um Effizienzsteigerung. Dazu wurde jeweils die effizienteste Methode erforscht und entwickelt und dann an alle Mitarbeitenden durch Vorgabe in Anführungszeichen weitergegeben. Heute würde man sagen Change Management und Personalentwicklung. Für die definierten standardisierten Arbeiten gab es auch die jeweils idealen Menschen. Starke Menschen für harte Arbeit, Menschen mit feinen Händen für feine Arbeiten und so weiter. Was sind sie? Die Personalprozesse, Personalauswahlprozesse und Assessments. Das ist das, was wir auch heute immer noch kennen im Bereich der HR und mehr oder weniger intensiv leben. Das System, in dem eben oben gedacht wird, die effizientesten Methoden entwickelt werden und unten gemacht wird, musste dazu geeignet sein, dass Menschen gut gesteuert und kontrolliert werden können. Außerdem musste Vorgabe, Steuerung und Kontrolle auch skalierbar sein, sodass ich nicht nur eben 5 bis 8 Menschen im Unternehmen habe, sondern diese Standardisierung und diese Effizienzfokussierung ausrollen kann auf beliebig große Unternehmen. Leistungen wird in diesem System bei Individuen verortet. Wir wissen, Unternehmen heute in der Wissensökonomie bestehen und erbringen ihre Leistungen aus der Kommunikation und Kooperation. Wir leben ein sehr altes System, was genau das behindert oder gar verhindert, dafür gar nicht gemacht worden ist. Wenn wir davon sprechen, dass ein Unternehmen schwerfällig wie ein Tanker ist und insbesondere das mittlere Management als Lähmschicht alles lähmt und dadurch in Verruf gerät, dann liegt das nicht an Menschen, dann liegt das nicht am mittleren Management, an den Menschen, die dieses mittlere Management bilden, sondern am System. Taylor, der dieses System maßgeblich mitentwickelt hat und beschrieben hat, war aber kein doofer Mensch. Er war ein sehr intelligenter Mensch. Er wollte es genau so. Es ging um Standardbewahrung und nicht um Agilität und Wendigkeit. Man könnte auch sagen, Mission accomplished. Nicht Mensch, sondern Systemarbeit. Sehr intelligent eingesetzt. Das ist exakt das, was Taylor wollte. Aber nicht das, was wir heute brauchen. Und ein Zahnrad aus diesem alten System, und jetzt kommen wir endlich zu der Führung, ein Zahnrad aus diesem alten System, das ist das Konzept der Führungskraft. Traditionell steuert und kontrolliert sie in diesem System die jeweiligen Mitarbeiter, um Pläne zu erfüllen, Standards und definierte Prozesse zu wahren, bis heute. Voraussetzung oder die Annahme ist, Mitarbeitende wollen und müssen geführt werden. Ob das nun brutales Command and Control ist oder das, was die Agilisten als Servant Leadership bezeichnen, das sei dahingestellt. Und das ist das, was ich als expersonale Führung bezeichne. Also eine Führung, die einer Person entspringt. Hier gibt es immer einen aktiven und einen passiven Part. Chef und Untergebener, Leader, Follower
oder der weicheste Fall, Servant Leader und Unterstützer. Und ob man es jetzt nun zugeben will oder nicht, wenn man nur genau hinschaut, dann sieht man dort immer ein Machtgefälle. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie sich das auf das Verhalten auswirkt. Stichwort Kontext und Verhalten, wenn es eine wie auch immer geartete Führungskraft gibt. Was sind denn so eure Aufgaben von der Führungskraft, Vorgabe und Vordenken? Und auch nur die Servant Leadership führt tendenziell, wenn man das hat, zu einer Passivität im Denken oder zumindest zu einem eingeschränkten Blickwinkel. Da wird gesagt, ich bin im Scrum-Developer-Team, das andere ist nicht mein Bier. Das muss der PO richten oder das ist Aufgabe vom Scrum-Master. Kommunikation und Koordination ist stark abhängig von der Führungskraft. Macht ihr jetzt ganz brutales Command and Control oder Servant Leadership? Aber auch alles an Kommunikation und Koordination läuft irgendwie über die Führungskraft. Und damit wird alles das wesentlich reduziert. Wesentlich reduziert, ja. Die Führungskraft wird tatsächlich zu einer Art Engpass für Kommunikation und Kooperation. Denn wenn wir hier das Potenzial zum Beispiel von 4 bis 8 Menschen im Team haben und das verringern auf 1, auf die Führungskraft, dann haben wir einen Engpass. Das vorhandene Potenzial, zum Beispiel in einem Konzern, wird von mehreren Tausend auf eine Handvoll Vorstandsmitglieder beschränkt. Und dann kennen wir das aus den diversen Wirtschaftszeitungen, kommt der Ruf nach dem neuen starken Mann, den es jetzt braucht, um das Unternehmen nach vorne zu bringen. Welche Idiotie. Und das noch nicht mal eine welche Idiotie, weil meistens nur von einem Mann gesprochen wird, sondern weil hier künstlich ein Engpass hervorbeschworen wird und gesagt wird, wenn wir diesen Engpass installieren, dann schaffen wir es also im ganzen Unternehmen, das Potenzial zu entfalten. Genau andersrum würde ein Schuh draus werden. So, Führungskräfte sind in einer auf Kooperation und Koordination angewiesenen Wissensökonomie Engpässe. Das muss man sich klar machen und darüber muss man sich klar sein. Das Konzept der expersonalen Führung ist daher überholt und völlig ungeeignet. Solange wir auf Führungskräfte setzen, haben wir massive Probleme. Haben wir immer mit Dysfunktionen zu kämpfen. Und all die Maßnahmen, die wir treffen, sind bestenfalls eine Optimierung des alten Systems. Wenn wir also sagen, wir schicken unsere Führungskräfte zu agilen Leadership-Zertifizierungen oder sagen den Führungskräften, ihr müsst anders, ihr müsst besser führen, ihr müsst Servant Leaders sein. All diese Sachen optimieren zwar das alte System, aber die Dysfunktionen werden dadurch nicht wirklich ausgeräumt. Jetzt geht's ins Finale. Achtung, bleibt noch 3 Minuten bei mir, dann haben wir's. Und jetzt wird's wichtig. Der Kunstgriff, den wir brauchen, der liegt zwar nahe, aber der ist vielleicht nicht leicht zu erkennen. Also A, müssen wir ohne Führungskraft agieren. Das heißt, wir müssen Führung von der Person lösen. Nur wenn es keinen True Leader gibt, keinen Servant Leader oder keine Führungskraft, dann, nur dann kommen wir aus dem Dilemma raus, aus den Dysfunktionalitäten, aus dem Engpass. Dabei einfach nur die Führungskraft abzuschaffen, ist nicht genug. Führt eigentlich erstmal nur ins Chaos. Das ist laissez-faire, ja. Keine Führungskraft mehr, ich überlasse euch selber, guckt, was Sache ist. Also Führung braucht es nach wie vor als Basis für die Zusammenarbeit. Und da kommt das ins Spiel, was ich als interpersonale Führung entsprechend bezeichne. Und die verorte ich, diese Führung, genau dorthin, wo auch Kommunikation und Koordination zu finden ist, nämlich zwischen den Menschen.
Nicht bei einzelnen Menschen. Führung entsteht zwischen den Menschen. Ernst Weichselbaum hat das auf den Punkt gebracht. Und das ist der Satz, den ihr euch auf jeden Fall mitnehmen solltet von heute. Autorität und somit Führung ist keine Eigenschaft von Personen, sondern wird durch Interaktion von mindestens zwei Personen erzeugt. Autorität geht von Vereinbarung aus. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein wahrhaft selbstorganisiertes, sich selbst steuerndes Team, in dem Führung und Autorität aus den Vereinbarungen der Teammitglieder hervorgeht. Eine Führungskraft braucht es dann nicht mehr. Und das Potenzial kann sich ungehindert freisetzen. Wir sind mit agilen Teams ja schon sehr weit gekommen. Interpersonale Führung wäre da der konsequente nächste Schritt zur Entfaltung des gesamten Personalpotenzials. Es wäre ein Quantensprung. Es wäre nicht die Pseudo-Selbstführung mit True Leader oder Servant Leadership, was wir haben, sondern echte Selbstorganisation mit all den Vorteilen, die hier kommen. Und Achtung, zum Schluss gibt es noch den Plot-Twist. All das ist eigentlich weder Utopie noch Zukunftsvision oder gar der nächste Schritt. Tatsächlich ist es so, viele Unternehmen leben das bereits und sind nicht selten die Marktführer in ihrem Bereich. Zum Teil seit über 7 Jahrzehnten. Musik